Ciao Leute, willkommen zu einem neuen wunderbaren Video. Ihr habt alles richtig gemacht, ihr seid bei Colin und Dennis TV gelandet. Heute gibt es einen coolen Test von Triebwerk oder für Triebwerk oder von der Triebwerksorte. Triebwerk geht ab und haut endlich Sorten ohne Koffein raus. Die Sorte gibt es jetzt zwar erstmal nur als Probepack, nicht als ganze Dose, aber wenn die gut ankommt, das werden wir gleich bei uns zumindest schon mal testen, kann es auch noch sein, dass die als Dose kommt. Hoffe ich mal. Heute geht es um die wunderbare Sorte Himbeer-Vanille. Als Energy-Drink ist es bei Triebwerk auf jeden Fall eine der Top-Sorten. Die hauen sie jetzt ohne Koffein raus. Ich habe richtig Bock drauf, ich bin echt gespannt. Bis gleich. Bis gleich. Wir sind zurück. Also jetzt geht's ab. Himbeer-Vanille ist echt eine meiner Lieblingssorten bei Triebwerk in dem Energy-Drink-Bereich. Die gibt es jetzt endlich auch ohne Koffein als Mindboost-Variante. Tja, ich bin jetzt echt gespannt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da irgendwie Geschmack verloren gegangen ist im Vergleich zum Energy. Hoffen wir mal. Ja, wir haben hier ordentlich Eiswürfel drin in der geilen Blender-Bottle von Triebwerk. Jetzt 500 Milliliter stilles Wasser. Oh, das riecht schon genauso geil wie der Energy, ganz ehrlich. Ja. Portionsbord bei Triebwerk ist halt 500 Milliliter angesetzt, ne? Okay. Dieses Getränk ist ohne Koffein, heißt, ich kann mal richtig schön reinschlagen. Ja. Triebwerk hat jetzt also zwei Sorten Mind Boost ohne Koffein nochmal rausgebracht, allerdings nur als Portionsbeutel in dem neuen Probepack. Richtig geil. Ganz verstanden habe ich es nicht, warum das nicht gleich auch als Dose rausgebracht wurde. Mal gucken, ob es jetzt nach dem Geschmackstest uns klar ist, warum es nicht rausgebracht wurde. Kann es mir nicht vorstellen, dass es am Geschmack liegt. Okay, Himbeer-Vanille. Wenn das, ach, das hört sich schon so geil an. Das ist der Hammer. So, Prost. Ich finde es mega. Traumsorte. Alter, bringt das raus als große Dose. Save my money. Kriegt er sofort. Ich fühle mich die ganze Zeit. Also ich fühle mich jetzt sofort, als wäre es schon Weihnachten. Ja, so ein bisschen, das stimmt, das schwingt schon so mit, ne? Ich sehe schon den Baum mit Geschenken. Richtig krass, echt lecker. Richtig schön Himbeeraroma. Schön süß, also es ist eine süße Sorte auf jeden Fall. Ganz klar so das Vanillearoma mit drin. Ich glaube, der Energy ist vielleicht ein bisschen, hat ein bisschen mehr Säure. Obwohl, nee, auch nicht, glaube ich nicht, doch nicht. Die mir mal vorhin hätten wir dazu holen können. Energy, wir pfeifen. Naja, wir haben ja auch einen Test in unserer Playlist. Könnt ihr mal reingucken, ne? Wenn ihr da reinfolgt und die Glocke aktiviert, kriegt ihr Push-Mitteilung bei den neuen Videos. Da ist auf jeden Fall auch Himbeer-Vanille mit drin als Test. Kann man ja mal vergleichen, was wir da gegeben haben. Ich glaube, dass ich da auch mit einer klaren 10 von 10 dabei war. Oh, die Katze crasht das Filmset. Naja. Patti, hi. Sollen wir in die Kamera gucken? Wenn es hier schon einmal gecrasht wird, kannst du auch einmal in die Kamera lächeln. Okay, runter, das ist eklig. Okay. Katze weg. Okay, runter. Bis bei dir. Okay, wenn wir eigentlich gleich zur Bewertung kommen, ne? Das ist ja echt ein absoluter Knaller. Ich habe es nicht anders erwartet, dementsprechend, ich verstehe den Marketing-Move irgendwie nicht gut. Wir wissen auch nicht, wie gut jetzt am Ende da diese Mindboost-Varianten angenommen wurden. Ne? Ob nur wir die geil finden oder ob sie sich auch gut verkaufen, weiß man nicht. Vielleicht ist das erstmal so zum Anfüttern. Und wenn es wirklich gut ankommt, also ich werde gleich euch eine lange Nachricht an Triebwerk schicken, wie geil das hier schmeckt. Vielleicht bringt es was. Na, mal gucken. Also kommen wir zur Bewertung. Bei Colin und Dennis TV bewerten wir auf einem Silber, was? Auf einem Gold-Silber-Bronze-Prinzip. So kompliziert ist es gar nicht. Ich glaube, das zweite Mal, dass ich es im Video verkacke. Also Gold-Silber-Bronze. Wenn es richtig geil ist, gibt es noch die Ober-Mega-Klasse-Diamond-Shaker. Und naja, wenn es halt für Bronze nicht ausreicht, dann gibt es halt keine Wertung. Ist halt so. Das ist für mich mal echt eine perfekte Sorte. Schmeckt so geil. Ich liebe diese Himbeer-Vanille-Mischung.
gibt von mir einen mega klaren Diamond Shaker. Absolute Höchstwertung. Ich würde sofort kaufen als Dose. Wäre sofort ein trinke ich täglich Ding. Schmeckt so ein bisschen wie Himbeer-Wackelpudding mit Vanille. Und nicht mit Vanillesoße, dann wird es eklig. Ist nicht so eine frische Himbeere, sondern eine schöne, süße, die schon... Ne, Vanille. So, ja, Himbeere. Vanille und es... Ja, Wackelpudding beschreibt es auch ganz gut, ne? So, dann bin ich jetzt dran. Hier gibt es halt nichts auszusetzen. Man kann nur Gutes sagen. Lecker, himbeerig, vanillig, kräftig. Muss halt einen Diamond Shaker geben, ne? Ja, ist so. Kann man nichts anderes tun. Krass, krass, wie die das immer so hinkriegen. Wie gesagt, gibt es halt im Shop in diesem Probepack so komplett, wenn man sich einfach mal durchprobieren will bei Triebwerk. Aber die sind auch einzeln auswählbar. Beide Sorten. Die zweite Sorte ist hier so Gletschereisbonbons. Haben wir auch noch. Kommt auch noch ein Test. Wie gesagt, Glocke reinhauen. Dann kriegt ihr dann eine Push-Mitteilung. Wir testen das hier immer ehrlich und cool für euch, damit ihr halt schon mal so eine kleine Vorahnung habt. Natürlich freut sich Triebwerk auch, wenn die was verkaufen. Guckt mal in die Videobeschreibung. Natürlich haben wir auch hier Rabattcodes am Start. Ist für euch ja cool. Spart ihr ein bisschen was. Wir werden ein bisschen auch supportet. Dafür sind wir euch super dankbar. Richtig geil, wenn ihr die nutzt. Ja, wir können es ja einmal schnell sagen, Colin und Dennis für 10% auf alles und dann gibt es den Code Colin und Dennis New für 20% auf die erste Bestellung für neue Kunden. Na? Ja. 20% ist schon krass, wenn, ne? Wenn man sich da 2-3 Dosen bestellt, da merkt man schon Unterschied und ja, schon geil. Darf man halt nicht vergessen, das ist immer natürlich auch irgendwie so ein bisschen werbungsmäßig, aber ja, die Firmen sagen zu uns auch ganz klar, bewertet so, wie es euch schmeckt. Wenn es halt nicht gut schmeckt, sagt es auch. So. Ist halt Geschmackssache. Es ist ja nicht, dass wir zwei jetzt sagen, das ist gut oder das ist halt nicht. So, dementsprechend ist es unsere Meinung. Kann natürlich sein, dass es euch ganz anders schmeckt. Aber das ist richtig geil für mich. Für dich ja auch nichts auszusetzen. Top-Sorte. Muss man mal dazu sagen, ist ja, ja so. Ne? Wir hauen immer danach so den Rabattcode raus. Natürlich freut sich eben Triebwerk, wenn die verkaufen. Aber wir haben da... Keine Firma sagt, ihr müsst so und so bewerten. Das hatten wir echt noch gar nicht, egal welche Marke oder was wir so getestet haben. Und angenommen, es passiert, wir sagen nö. Ja, dann machen wir es auch nicht, genau. Aber bis jetzt sind alle ehrlich und fair, so wie wir auch bewerten. Wollte ich nur mal sagen. Manchmal fühlt man sich ein bisschen komisch, wenn man so direkt nach der Bewertung auf einmal die Rabattcodes da an den Kopf donnert. Gehört halt alles dazu, aber wie wir schreiben Werbung, aber im Video gibt es unsere Meinung. So, schön, kommen wir zum Schluss. Ach ja, kommen wir zum Schluss. Mich würde mal interessieren, wie ihr so den Vergleich seht, falls ihr den auch als Energy habt und vielleicht ist ja schon älter und länger und ein echter Klassiker, sage ich mal, und euch jetzt diese Mindboost-Variante holt. Wäre mal ganz cool, wenn ihr vielleicht hier in die Kommentare schreiben könntet, wie ihr so den Vergleich seht, ob es geschmacklich gleich ist oder ob ihr es halt auch irgendwie anders findet oder so. Okay. Gut, Colin. Du machst doch immer so lustig, wie das hier zu Ende geht. Dann hau nochmal einen raus. Ihr könnt liken, abonnieren, die Glocke aktivieren und Triebwerk inhalieren. Das können wir mal zum Spaß irgendwann umtauschen, dann mache ich das mal. Ich fütter die Katze. Tschüss.